Hi, Bastian hier mit einem neuen Vlog der Vlog-Reihe Selbstanalyse selbstbeschränkender Persönlichkeitsmuster. Der letzte Vlog hatte den Untertitel Angst vor den eigenen Fähigkeiten? Fragezeichen. Und das ist eine Thematik, die nähere Betrachtung wert ist und aus verschiedenen Gründen. Die Angst vor den eigenen Fähigkeiten des Menschen ist im Grunde die Angst vor der Verantwortung, die diese Fähigkeiten, die der Mensch hat, mit sich bringen. Und mit diesen Fähigkeiten meine ich jetzt nicht unbedingt die handwerklichen oder intellektuellen Fähigkeiten, sondern die Fähigkeit der Einsicht und der Erkenntnis in die eigene Psyche, in die eigene Funktionsweise der emotionalen Strukturen, in die und die Einflussnahme auf die eigene Ausrichtung im Leben und als Persönlichkeit. Wir glauben gerne, wir wären vorbestimmt so, wie wir sind, wie wir empfinden, wie wir fühlen, was unsere Vorlieben angeht, was unsere Abneigungen angeht. Wir akzeptieren uns in aller Regel so, wie wir uns hier und jetzt empfinden. Und zwar bedingungslos, mehr oder weniger. Wir haben zwar die Möglichkeiten und tun das auch bisweilen, uns zu beschränken, uns zurückzunehmen, zurückzuhalten, uns anzupassen an bestimmte Situationen, aber wir wissen innerlich, dass wir, wenn wir uns beispielsweise zurücknehmen, wenn wir Kompromisse eingehen, wenn wir etwas tun, was wir aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, als richtig beurteilen, aber innerlich wissen wir, dass wir eigentlich was ganz anderes machen wollen oder gerne machen würden. Und dieser innere Konflikt, der dann entsteht durch das Unterdrücken bestimmter Bedürfnisse oder bestimmter Empfindungen und das Anpassen aus welchen Gründen auch immer, aufgrund äußeren Drucks oder aufgrund von Angst, der ist immer präsent, also der nagt sozusagen an einem, weil man glaubt, dass diese inneren Bedürfnisse und Wünsche, die gegen das, was man eigentlich tut, gegen den Druck oder gegen den Zwang, in dem man sich befindet, gerichtet sind, dass diese Bedürfnisse das eigentlich sind, was einen ausmacht. Und das ist problematisch, weil wir diese geheime Mentalität sozusagen, also diese innere Persönlichkeit, die sich immer wieder versucht, durchs Leben und durch das Alltagsleben zu schlängeln und sich seine Bedürfnisse so zu befriedigen, dass es nicht auffällt, dass man selbstsüchtig handelt beispielsweise. Diese Persönlichkeit selbst muss ebenso hinterfragt werden, wie das tatsächliche Wirken und Handeln nach außen. Das heißt, wenn wir einfach akzeptieren, ganz dogmatisch, dass diese innere Persönlichkeit, das innere Selbst, was wir als das empfinden, als solches empfinden, dass das uns ausmachen, dass das das ist, was wir sind, unsere Existenz sozusagen, dann akzeptieren wir all diese unbewussten und unterbewussten Programme, die sich im Laufe unserer Entwicklung gebildet haben, die wir auch zugelassen haben, die wir in uns abgespeichert haben. Und letztlich haben wir dann die Tendenz dazu, beispielsweise manipulatives Verhalten, um eben diese geheime Agenda dieser inneren Persönlichkeit zu erfüllen, zu rechtfertigen damit, dass wir das eben tun müssen, weil wir so sind, wie wir sind. Also diese Grundlage dieser inneren Natur, die wir fatalistisch als uns selbst akzeptieren, ist im Grunde ein Konstrukt, ist im Grunde ein Gebilde, das wir gar nicht wirklich verstehen und durchschauen. Aber wir haben die Fähigkeit und die Möglichkeit, das zu verstehen und zu durchschauen. Und also ist einmal diese nach außen gerichtete tatsächliche Handlungsweise und Verhaltensweise, die wir an den Tag legen, ein künstliches Gebilde, das gar nicht wirklich uns selbst darstellt, das wissen wir auch, ja, aber wir erhalten es aufrecht, um eben sozial in diesem System entsprechend uns verhalten und bewegen zu können. Dann haben wir diese innere, ja, Persönlichkeit, diese sozusagen diese geheime abgeschottete Persönlichkeit in uns selbst, die im ständigen Dialog mit dieser äußeren und mit uns selbst steht.
und die versucht irgendwie ihre Interessen nach außen zu vertreten, aber verdeckt. Und dann gibt es natürlich noch die vollkommen unbewusste Struktur, die eben diesen Drang, diese emotionalen Reaktionen und so weiter mit triggert, mit beeinflusst, in die wir auch überhaupt gar keinen Einblick haben. Ja? Und das Ganze ist ein Konstrukt, ein Gebilde, das vollkommen fremdbestimmt ist, wenn man so will, wenn man sich das mal klar macht, dass man gar keinen Einfluss darauf nimmt, sondern man wächst einfach in dieses Bewusstsein hinein, man geht damit um, man lernt irgendwie das zu handeln, aber zu verstehen, das ist eben etwas, das erfordert enorme Selbstarbeit, Angstfreiheit und Selbstreflexion. Ja, nicht nur in Korrespondenz mit der Außenwelt, sondern vor allen Dingen erstmal in Korrespondenz mit sich selbst, also mit dem, was man glaubt zu sein oder was man geworden ist, ja, mit diesem Bewusstseinsgebilde. Das ist erstmal eine Fähigkeit, die muss erstmal entdeckt werden. Man muss erstmal sich selbst eingestehen, dass ich diese Fähigkeit überhaupt habe, reflektiv über diese Emotionen, Reaktionen, diese Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle, Vorstellungen und Ängste nachzudenken, diese zu analysieren, dass ich diese Fähigkeit überhaupt habe, zu erkennen, woher kommen diese überhaupt? Ja? Und was sind die Bilder, die damit verknüpft sind? Was sind meine Erinnerungen? In welchem Moment habe ich damals abgespeichert, bei diesem Geschehen empfinde ich mit dieser Emotion und verknüpfe diese beiden Bilder und so weiter. Das ist natürlich ein ganz abstraktes Modell jetzt, aber das ist natürlich multidimensional und mit tausenden verschiedenen Einflussfaktoren verknüpft und dementsprechend kompliziert oder anstrengend kann eben dieser Prozess auch sein. Aber diese Möglichkeit ist eben da. Ne? Und davor ist aber eine enorme Angst, die einen davon abhält, das zu tun. Und die Angst ist einfach die Einsicht in die Tatsache, dass alle Konflikte, mit denen ich zu kämpfen habe als Mensch, alle Schwierigkeiten, alle Probleme, Sorgen und Ängste meine eigene Kreation sind. Denn in dem Moment, wo ich das erkenne, weiß ich natürlich, dass ich eigenverantwortlich bin, dass es keine Möglichkeit mehr für mich gibt, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, du bist dafür verantwortlich oder das System ist dafür verantwortlich, dass es mir so geht und dass ich diese Probleme habe oder meine Vergangenheit, meine Erziehung, mein Elternhaus ist dafür verantwortlich. Nein, ich muss irgendwann mir eingestehen, dass ich alleine Schöpfer meiner eigenen Persönlichkeit, meines Charakters bin. Ich habe diese Entwicklung mit zugelassen, habe sie erlaubt und zugelassen. Und aus dieser fatalistischen, dogmatischen Akzeptanz der Persönlichkeit als etwas, das einfach wächst, wie aus einem Samen eine bestimmte Blume wächst, wächst aus meinem körperlichen Dasein diese Persönlichkeit, führt natürlich dazu, dass man auch eine enorme Angst vor vor den Emotionen, vor den Gefühlen, davor hat, verletzt zu werden, dass man eine enorme Angst davor hat, dass man manipuliert wird von anderen Menschen, ausgenutzt und ausgebeutet, weil man selbst eben weiß, dass man in dieser unbewussten Fremdsteuerung durch diese Programme, durch diese Programmierung, diese vielschichtigen Programmierung, selbst nicht anders kann, als manipulativ, benutzend zu interagieren, durchs Leben zu gehen. Man sieht quasi in dieser künstlichen Bewusstseinspersönlichkeit die Welt nur als Ressource an. Ja, denn diese kann ja auch nur innerhalb dieses Systems, dieses Gedankensystems, in dem wir leben, existieren, weil sie sich ja selbst aus diesem System zusammensetzt, aus Reaktionen und erlernten Verhaltensmustern, erlernten Reaktionsmustern, antrainierten Gefühlen, kulturellen, moralischen Wertvorstellungen und Ähnlichem. Also diese Person, diese Persönlichkeit, die man sich zusammengeschustert hat oder sich entwickelt hat aus diesem Ganzen, existiert nur aufgrund dieser Strukturen. Ja, und da muss man sich fragen, was ist das dahinter? Vor welchem Hintergrund findet das statt? Ja, oder was nimmt denn diese Person eigentlich wahr? Ja, und dann kommt man zu dem nächsten Level, eben dieser geheimen Bewusstseinspersönlichkeit, ja, die einem noch
recht bekannt ist, ja, mit der man immer zu tun hat, ständig im inneren Dialog steht und eben auch diese unbewusste oder unterbewusste Einflussnahme eines Konstrukts, zu dem der Zugang quasi verstellt zu sein scheint, ja, zu dem man überhaupt gar keinen Zugang zu haben scheint, ja, was aber nicht der Fall ist, wozu ich noch kommen werde. Und sich durch diesen Wust von Verbindungen, Verknüpfungen zu arbeiten, das ist eben ein eigenverantwortlicher Prozess und ein eigenverantwortlicher Weg, der beschwerlich sein mag, der aber eben enorme Befreiungen in sich birgt. Und zwar die Befreiung von all diesen Ängsten, die mit diesem Unbekannten verbunden sind. Ja, denn erst wenn ich mich wirklich selbst verstehen lerne, kann ich mich auch wirklich selbst frei bewegen. Das heißt, ich bin eigenverantwortlich, selbstbestimmt in diesem Leben, in dieser Systematik. Ich erkenne meine Verhaltens- und Reaktionsmuster als das, was sie sind. Ich weiß, dass ich selbst sie zugelassen habe, dass ich selbst sie mitkonstruiert habe. Und ich verstehe auch immer mehr Zusammenhänge und weiß auch über meine Emotionen und meine Gefühle ziemlich genau Bescheid, weil ich eben weiß, wie sie getriggert werden, wie sie entstehen und womit das zusammenhängt. Dass sie eben nicht einfach als gottähnliche Macht hingenommen werden müssen in mir und mich dann durchs Leben zerren, sondern dass ich selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Einfluss nehme auf diese Emotionen und Gefühle. Ja, das nimmt die Angst, weil die Angst hat keine Grundlage mehr, ist keine Basis mehr dafür Angst. Warum? Wovor soll ich Angst haben? Vor mir selbst? Das wäre ein bisschen merkwürdig. Wenn ich sage, ich habe Angst vor mir selbst, dann habe ich vielleicht Angst vor einem Image, vor einer Einbildung von mir selbst, ja, wie ich sein möchte oder wie ich wirken möchte, und stehe dann eben im ständigen Kampf, auch dieses Image, ja, nach außen zu tragen. Ja. Ständig versuche ich in der Wirklichkeit dieses Image, was ich von mir habe, aufzuzwingen. Das ist natürlich eine enorm anstrengende Verhaltensweise, die auch mit vielen Ängsten verbunden ist, ganz logisch, denn es wird mir natürlich nie möglich sein, wirklich mein inneres Bild von mir selbst, was ich mir erdacht und zusammenfantasiert habe, in anderen Menschen auch wirklich so erscheinen zu lassen, wie ich das möchte. Das ist auch überhaupt nicht notwendig. Wir leben in einer Welt, in einem System, in dem das zur obersten Prämisse des Menschseins zu gehören scheint, ein Image zu erzeugen, ein Bild zu erwecken, ja, wie ich wirke, wie ich bin, was aber nicht wirklich mich selbst darstellt. Wie könnte es auch, solange ich mich selbst nicht wirklich verstehe? Ja, ich kann ja nicht irgendwie etwas spielen, das ich gar nicht wirklich kenne, dessen Grundlage ich gar nicht wirklich kenne. Ja, ich muss ja verstehen, was ist das überhaupt, was ich glaube zu sein. Ja. Und das ist eben auch gemeint mit der Angst vor den eigenen Fähigkeiten, die Angst davor, in sich selbst hineinzuschauen, die eigene innere Welt zu erforschen und zu erkennen, dass ich die Schöpfungsmacht und die Schöpfungskraft dieser eigenen inneren Welt bin. Ja, das ist auch wieder kein esoterisches Geplänkel, sondern hier geht es tatsächlich um Fakten, die man natürlich auch sich in der Psychologie wiederfinden, die wieder verschiedene andere Herangehensweisen daran hat, aber die jedem selbst zur Verfügung stehen, sofern er denn die Freiheit und die Luft zum Atmen hat, sich mit sich selbst überhaupt zu beschäftigen. Ja, in unserer Welt ist es ja leider nicht so, dass das allen Menschen so ermöglicht ist, sich mit solchen Dingen überhaupt auseinanderzusetzen. Ja. Weil sie einfach nicht die Zeit haben, nicht die Gelegenheit, weil sie in einem täglichen Überlebenskampf sich befinden, was ein Resultat ist eben dieser Ignoranz der Menschen gegenüber ihren eigenen Fähigkeiten. Und der Akzeptanz, dass sie Schöpfer der inneren, psychischen, mentalen Bewusstseinswelt und ihrer eigenen Wahrnehmung sind und ebenso verantwortliche Schöpfer und Gestalter der äußeren Systeme und der äußeren Welt des Zusammenlebens der Menschen. Ja, und im Zuge dieses Lernens und Verstehens der eigenen inneren Konstruktion, emotional, gedanklich, der Fantasien über dich selbst, befreie ich mich natürlich auch von all diesen Ängsten, denn es erwächst ein Selbstverständnis und ein Selbstbewusstsein, das eben aus dir selbst heraus entsteht, aus deinem Sein, aus deinem Hiersein, aus deiner Existenz, so wie du bist. Ja? Und du hast nicht mehr
dieses krampfhafte Bedürfnis, ein Bild von dir selbst zu erwecken in anderen Menschen oder andere Menschen zu manipulieren oder zu beeinflussen, so dass sie sich so verhalten, wie es deinem inneren Mind, deiner inneren Persönlichkeit entspricht. Und daher hast du auch nicht mehr die Angst davor, dass das nicht funktionieren könnte oder dass andere Menschen das durchschauen beispielsweise, weil du hast keine geheime Agenda mehr, du hast keinen Bedarf mehr daran, andere Menschen emotional zu benutzen oder als Ressource zu sehen für deine persönliche Befriedigung aller möglicher Wünsche und Vorstellungen und Bedürfnisse, sondern du siehst dich selbst als eins und gleich hier mit den Menschen. Du erkennst natürlich auch in den anderen Menschen diese Ängste und diese Befürchtungen und diese Unsicherheiten. Denn es ist natürlich eine Unsicherheit. Egal wie stark das Selbstbewusstsein nach außen getragen wird, es ist in aller Regel ein Konstrukt aus Ideologien, aus Vorstellungen, Glaubenssätzen und Erwartungshaltung. Und wenn diese Erwartungshaltung enttäuscht wird, fühlt man sich beispielsweise verletzt von einer anderen Person. Ja, man sagt zwar, ich öffne mich dir, ich schenke dir mein Vertrauen, ja, ich erzähle dir viel von mir, verstehe aber selber nicht wirklich, was das ist, was ich da erzähle, was ich da mitteile. Ja, ich glaube einfach, es ist das, was ich bin. Ja, und es ist unabdingbar so, es muss so sein. Und wenn diese Person dann aber diese Schnittstellen, sage ich mal, zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Persönlichkeitskonstrukt benutzt, um sich selbst irgendwie einen Vorteil zu verschaffen oder um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn das mir selber nicht mehr zum Vorteil gereicht, dann fühle ich mich benutzt oder ausgenutzt oder fühle mich verletzt. Ja, mein Vertrauen ist verletzt worden. Ja. Wenn ich mich aber wirklich selbst verstehe, wenn ich diese innere Persönlichkeitsstruktur als das erkenne, was sie ist, nämlich eben dieses Konglomerat an Ideen, Erinnerungen, damit verbundenen Emotionen und Gedanken, also eigentlich nur ein gedankliches Konstrukt, dann besteht auch gar keine Gefahr mehr, das zu benutzen, weil ich weiß ja, dass es sich lediglich um ein solches Gedankenkonstrukt handelt und dass im Grunde oder in der tatsächlichen Existenz, wir als Menschen und auch der andere, dem gegenüber ich diese Angst vielleicht früher einmal verspürt habe, eins sind und auch gleich sind. Das kann man ruhig so sagen, auch wenn es für viele unangenehm klingt. Das Grunddesign des menschlichen Lebens und auch des Bewusstseins ist eben gleich und eins. Ja. Was sich dann daraus entwickelt, ist eben das, was ich daraus mache. Und das ist eben diese Eigenverantwortlichkeit, zu sagen, mich kann niemand verletzen, wenn ich das nicht zulasse. Weil das lasse ich nicht dadurch zu, dass ich mich verschließe und dass ich meine geheime Persönlichkeit mit Mauern versuche zu schützen, sondern dadurch, dass ich mich eben frei mache von dem Glauben, dass ich diese innere Persönlichkeit, diese Gedankenstruktur verteidigen müsste gegen irgendwen oder irgendwas. Denn sie ist eben nicht dogmatisch und festgelegt, sondern sie ist wandelbar und sie unterliegt meiner eigenen eigenverantwortlichen Selbstbestimmung. Und genauso ist es mit dem Beleidigtsein beispielsweise. Ich habe ja schon mal einen Vlog vor einem Jahr, glaube ich, darüber gemacht, was es eigentlich bedeutet, beleidigt zu sein, jemanden zu beleidigen. Ja, das ist ja eine selbst und freiwillig gewählte Gemütsregung, eine freiwillige Entscheidung, sich beleidigt zu fühlen, ja, wenn jemand zu dir Arschloch sagt oder ähnliches. Ja. Das ist eine imaginäre Verletzung eines Bildes, das man von sich selbst hat und von dem man erwartet, dass andere dieses Bild als dich akzeptieren. Und wenn das nicht funktioniert und der andere dich eben nicht so sieht, wie du das gerne hättest, dann fühlst du dich beleidigt, wenn er das äußert, wenn er das artikuliert. Ja? Und es ist ein Selbstbetrug. Es ist eine freiwillige Entscheidung zu sagen, ich fühle mich jetzt beleidigt von dir. Im Grunde ist es ein Gefühl, ein Verlangen nach Rache, weil man sich durchschaut und ertappt fühlt. Ja? Das soll nicht heißen, dass man tatsächlich ein Arschloch ist,
aber es heißt, dass man selbst innerlich weiß, dass man nicht dieses Bild ist und dieses Image ist, das man von sich selbst hat. Und wenn der andere einen mit solchen Beschimpfungen tituliert, dann setzt man sich in Abhängigkeit oder dann erkennt man selbst die eigene Abhängigkeit. Ja, die eigene Abhängigkeit als dieses Persönlichkeitskonstrukt, das man glaubt zu sein. Denn dieses Konstrukt ist zwangsläufig abhängig von den Imaginationen anderer Menschen, von der Anerkennung anderer Menschen, davon, wie andere Menschen dich sehen. Ja, das Bild, das andere Menschen sich von dir in ihren Köpfen, in ihren Gedanken, in ihrem Bewusstsein machen. Diese ständige Abhängigkeit der eigenen Existenz birgt in sich eine enorme Angst vor Identitätsverlust, vor Daseinsverlust. Denn wenn andere dich mal nicht mehr so sehen oder dir diese Anerkennung, die du brauchst als energetisches Triebmittel, das Bild aufrechtzuerhalten in dir, diese Absicherung, die du durch die Reaktion der anderen immer wieder erhältst, dann bricht dieses Bild in dir selbst zusammen. Dann bröckelt es in dir selbst. Das ist dieses mangelnde Selbstvertrauen, dieses Gefühl der Unsicherheit, ja, das einen dann plagt. Und das kann man, wenn man möchte, testen. Menschen, die sich für besonders selbstbewusst halten oder besonders selbstbewusst auftreten, sind besonders anfällig für solche Dinge. Wenn du einmal in ihr Vertrauen gezogen wurdest und das dann entlarvst, indem du beispielsweise ihnen diese Anerkennung für dieses Image, für dieses selbstgewählte Image nicht mehr zukommen lässt, muss gar nicht auf eine bösartige Art und Weise sein, sodass man versucht, jemanden bloßzustellen, sondern auf eine ganz normale Verhaltensweise, indem man einfach nicht mehr reagiert auf diese emotionalen Trigger, dann wird man ganz schnell merken, dass diese Menschen einen blockieren, dass diese Menschen einen ablehnen oder vielleicht sogar gehässig werden oder nichts mehr mit einem zu tun haben möchten. Das ist einfach ein Zeichen dieser zutiefst verankerten Unsicherheit in dieser Existenz als mentales Konstrukt, sage ich mal, als diese Persönlichkeit. Man ist meilenweit davon entfernt, sich wirklich selbst verstanden zu haben, wirklich selbstbewusst zu sein. Ja, was bedeutet selbstbewusst zu sein, bedeutet, sich über das Selbst vollkommen bewusst zu sein. Also sich klar zu machen, wie man funktioniert, ja? Wie die Emotionen funktionieren, wie die Erinnerungen funktionieren, die Verknüpfungen mit emotionalen Schlüsselreizen, wie das alles entstanden ist, wann und wo man das zugelassen hat, dass man so wird, wie man glaubt zu sein oder wie man auch ist, aber es ist eben nicht wirklich das, was dich ausmacht als Mensch. Und das führt eben dazu, dass man auch ganz fatalistisch und dogmatisch diese Welt, die wir durch diese Ignoranz gegenüber unseren eigenen Fähigkeiten, uns selbst zu verstehen, geschaffen haben, dass wir dieses System, das enorm, ja, menschenfeindlich, lebensfeindlich ist im Grunde, so akzeptieren, wie es ist. Ja, weil wir uns selbst so gern akzeptieren möchten, so wie wir sind und wie wir geworden sind. Und das ist nichts anderes als ein Substrat unserer eigenen Persönlichkeitsstrukturen, so wie wir sie zulassen. Also unsere Welt, das System, wie es ist. Ja, und das zeigt eben ganz klar, dieser Prozess der Selbstanalyse und des Selbstverständnisses zeigt eben ganz klar die Verantwortlichkeit einmal für die eigene Person, für das eigene Handeln und Denken vor allen Dingen, ja, was man nicht außer Acht lassen darf. Die Gedanken sind frei, das ist ein Trugschluss. Die Gedanken sind vollkommen in diesem Konzept gefangen. Die sind vollkommen in dieser Abhängigkeit der Verknüpfung mit den emotionalen Schlüsselreizen und mit den emotionalen Befindlichkeiten, vollkommen abhängig von imaginativen oder Imaginationen, von einem imaginativen System des Zusammenseins, des Zusammenlebens quasi, ne? Der Anerkennung, der Reaktion und der Art und Weise, wie andere Menschen mit dir umgehen oder dich sehen. Ja.
Da ist nichts Freies dran. Es ist vollkommen gefangen dran. Also sie können erst dann frei sein, wenn ich lerne, sie zu verstehen. Und wenn ich meinen selbstbestimmten Einfluss darauf nehme, ja, wie ich mich entwickle und wie ich mich entwickelt habe. Ja, und die Verantwortlichkeit einmal dafür natürlich, für mich selbst in meinem Umfeld auch und für alle Reaktionen und Konsequenzen, die es hat. Und natürlich erkennt man die Verantwortlichkeit oder offenbart sich selbst die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen für die Welt, in der wir leben. So wie wir sie gestaltet haben und so wie wir sie unterjocht haben, möchte ich mal sagen, oder versklavt haben, als Ressource. Ja? Also das wahre Leben, ja, das offensichtlich und in allen Tatsachen, die man nur anerkennen kann als Mensch, unabdingbar miteinander verknüpft ist, also eine Einheit bildet, wie wir das in Gedanken zersplittert und zerhackt haben, um eben die physische Existenz, das Leben als Ressource zu benutzen, um unseren Geist und das Bewusstsein zu füttern. Nicht in einem positiven Sinne den Geist zu füttern, sodass man wirklich ihn entwickelt und erweitert, sondern dieses Bild, diese Bilder, diese Vorstellungen und Ideen, die wir von uns selbst, von der Welt und von anderen haben, eben zu füttern, diese energetischen, das energetische Kopfkino über das Leben, das wir gestaltet haben. Das braucht eben diese Ressource des physischen Lebens, der physischen Existenz, um am Leben erhalten zu werden. Dabei ist es so überflüssig und wäre so unnötig, aufrechterhalten zu werden für das Leben selbst und für die Entwicklung und das Fortkommen des Lebens selbst. Und diese Art und Weise der Existenz als Vorstellung ist natürlich zwangsläufig unheimlich konfliktgeladen, weil sie immer wieder diese Vorstellung, diese Images und diese Sucht nach mehr emotionaler und gefühlsmäßiger Aufladung und Entladung natürlich immer wieder mit der Wirklichkeit kollidiert, ja, weil sie nicht auf der Grundlage der Akzeptanz der Einheit und der offensichtlichen Tatsachen des Lebens basiert, sondern weil sie eine rein imaginative Konstruktion ist, die dazu dient, einfach nur uns zu manipulieren. Das ist ja natürlich ein anderer Punkt, dass man enorm manipulierbar ist als dieses Persönlichkeitskonstrukt, das man nicht wirklich versteht. So funktioniert Werbung, so funktioniert Politik, so funktioniert Verkaufen in unserer Welt. Ja? Indem man bestimmte emotionale Triggerpunkte im Menschen anspricht und bestimmte Bedürfnisse ausnutzt, um sie dahin zu führen, etwas zu tun, etwas zu kaufen, etwas jemanden zu wählen, etwas ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Ja? Was alles überhaupt nicht mehr möglich ist, wenn man lernt, diese eigenen emotionalen Triggerpunkte und Schlüsselreize überhaupt erstmal zu verstehen und woher sie kommen, was für eine Grundlage sie haben. Dazu muss man aber eben zurück zu den Grundlagen der eigenen Entwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung vor allen Dingen gehen und ja, diesen Weg beschreiten, ja, all das zu verstehen. Alle erdenklichen Probleme und Problematiken, jeder erdenkliche psychische Leidensdruck in unserer Welt lässt sich darauf zurückführen, dass man eben nicht versteht, was man selbst getan hat, dass es überhaupt so weit kommen kann, dass man diese Empfindungen hat. Was hat man selbst dazu getan? Was hat man erlaubt und zugelassen, in sich als Persönlichkeitskonstrukt zu entstehen und sich zu entwickeln, dass man in diesen Leidensdruck überhaupt erst gerät? Und da gibt es nur einen Weg raus, eben dieses Erkennen, dieses Selbstverstehen, dieses Selbstverständnis der eigenen Verantwortlichkeit für das, was du bist als Person und für die Möglichkeit der eigenen Einflussnahme und Veränderung, ja, der Auflösung der alten Muster und der Neuausrichtung an Prinzipien, die mit der tatsächlichen Existenz des Lebens besser korrelieren. Um zum Schluss dann nochmal auf diesen Vlog der Selbstanalyse, meine persönlichen Muster zurückzukommen. Fast mein ganzes Leben bisher, außer einige Jahre jetzt, seitdem ich
bewusst und aktiv an mir selbst arbeite und diesen Weg der Selbstanalyse und des Selbstverstehens, wie auch immer man das nennen möchte, beschreite, war bestimmt durch eben diese Ängste. Und das Interessante daran ist, oder das Faszinierende daran ist, dass fast nie oder nur zu einem ganz geringen Bruchteil überhaupt tatsächlich dieser Erfolg, wenn man das so nennen kann, da war, dass man sich innerhalb einer Gemeinschaft oder in einem Moment des Lebens so gefühlt hat, als wäre man akzeptiert als das, was man als Person glaubt zu sein. Das sind ganz kleine Momente. Der Rest der Zeit ist einfach nur ängstliches, verzweifeltes Versuchen, etwas zu erreichen, etwas rüberzubringen, was eine reine Vorstellung ist, was eine reine Imagination ist. Mal ganz abgesehen davon, dass man Wünschen und Bedürfnissen nacheifert und nachrennt, die man gar nicht verstanden hat, die gar nicht die wirklich die eigenen sind, deren Sinn und Zweck man überhaupt nicht hinterfragt hat. Und diese Ängste führen natürlich zu einer Verschwendung von Lebenszeit, die enorm ist, ja, weil man in der Rückschau so viele Momente damit vergeudet hat, sich zurückzuziehen, ängstlich zu sein, sich vor Entscheidungen zu scheuen, sich Konsequenzen auszumalen und diese zu scheuen, weil man eben nicht wirklich selbstbestimmt, selbstbewusst hinter einer Entscheidung stehen konnte, die man, deren Motive oder deren Ursache man gar nicht begreift. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Teil 6 der Vlog-Reihe. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Diskussionen sind sehr willkommen. Bis zum nächsten Mal.